Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie ein kleines Commentary auf, scheiße, wie hieß die Map nochmal? Exil? Executive? Keine Ahnung. Ein Capture the Flag mit dem Impi und dem Raptor zusammen gespielt. War nicht gut, also ich habe nicht gut gespielt, aber das Spiel war relativ enge, also relativ knapp. Beide Seiten haben gebattelt und gefightet wie blöd. Was mich halt nur so ein bisschen gestört hat, wenn ich die Flagge hatte, das sieht man eigentlich auch ganz gut später, wenn ich die Flagge hatte, hat mir leider kaum einer geholfen. Das fand ich schon relativ schade, um das mal mit den richtigen Worten auszusprechen. Ja, ich spiele ein bisschen defensiver am Anfang, das kommt aber später. Ja, heute geht's aber um ein anderes Thema, was ich mir so zwei... Eins hat sich bei mir vor kurzem ereignet und eins fand ich mal ganz wichtig anzusprechen. Und zwar, was ich ansprechen wollte, ich habe auch die Petition unten in die Videobeschreibung geknallt. Und zwar zu dem Thema, was in Japan wieder ist, die Anhänger mit Tieren, lebendige Anhänger. Ist natürlich schon etwas bekannter, ich weiß. Aber ich lasse das spreche ich nochmal direkt an. Bitte unterschreibt diese Petition. Damit tut ihr einen gewaltigen Schritt, weil das geht gar nicht. Also nur für die Leute, die es nicht wissen. Da sind Tiere in einem Plastikbeutelchen, so ganz klein. Auch so Schildkröten, Echsen und Papageien und sowas halt. Und okay, da waren sie eigentlich nicht drüber lustig machen. Nein, Entschuldigung. Werden dort gefangen gehalten in diesem Wasser, sind irgendwie Extrakte und hast nicht gesehen, dass die Tiere extrem lange überleben können, eingepfercht und hast nicht gesehen. Geht gar nicht klar. Da hat er den Kollegen voll verraten, Alter. Nice. Geht wirklich gar nicht. Und diese Petition ist halt dafür, um das halt zu beenden, was meiner Meinung nach angebracht ist in dieser Situation. Und zwar noch was anderes in der Hinsicht ist das Hauptthema. Ich hoffe, dass ich da extrem viel drüber zahlen kann, weil es ist nämlich ein 15-Minuten-Spiel. Ansonsten werde ich einfach die beste Zeit schweigen. Also meine Eltern und ich und meine Schwester so schön gemütlich unterwegs, um essen gehen und zu essen und sowas. Total toll. Ja, sind wir da. Meine Katzen sind draußen, die machen gerade ein bisschen Lärm, weil sie irgendwie was zu fressen haben wollen, die können sie aber vergessen. Ja, und dann sind wir so schön vorbeigefahren in der Straße und sowas und dann war da ein Schild, 50 Jagdsaison oder sowas. Da ich dachte, oh, schon wieder Jagdsaison, das geht doch gar nicht. Dann hat meine Mutter einen Satz gemacht. Oh, da hätte ich sie ohrfeigen können für. Oh, hier diese Angelegenheit. Ich wollte eigentlich nur die Flagge mal schnappen und bam, sofort weg, Alter. Die ganze Zeit passiert das, dass ich eigentlich nur noch dahin renne und einfach nur die Flagge berühren will. Aber ich werde die ganze Zeit weggeschrollt und kein anderer Arsch macht da was. Guck da hinten. Da hinten laufen zwei rum, komplett am Arsch der Welt. Hier vorne ist die Flagge und die laufen irgendwo da hinten rum. Ich weiß es nicht. Ist nicht nötig bei einem Flaggenspiel. Egal. Hat's einen Satz. Ja, meine Mutter so den Satz gesagt. Ich finde das gut, dass die Jagdsaison wieder stattfindet. Ich so, what? Are you serious? Really? Ja, damit die Tiere wieder ein bisschen weniger werden, sonst sind das ja zu viele da. Ich so, warum sind es denn jedes Mal zu viele, frage ich meine Mutti. Ja, warum denn? Ist ja, weil wir die ganzen Wölfe abgeschlachtet haben. Richtig? Dann kam mein Vater mit der super Ansage. Ja, aber sonst hätten sie ja unsere ganzen Schafe gerissen. What? Are you serious? Really? Geht gar nicht. Was ist das für eine Aussage? Sonst hätten sie unsere Schafe gerissen. Warum machen wir uns Sorgen um unsere Schafe, die wir haben, aber gehen in den Wald raus und ballern andere Tiere ab? Mindblow. Einfach nur Mindblow, Facepalm und sowas. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, da macht man halt, was weiß ich, Elektrozaun. Ja, aber das sind so viele Hektar und sowas. Hast nicht gesehen? Das geht doch nicht. Ich so, ja, aber die Tiere sind doch in der Nähe von den Bauernhöfen, hast nicht gesehen. Die werden schon irgendwo hinrennen, wo dann die Tiere überall hast und blablabla. Und außerdem sind die überall Füchse. Wer sagt mir nicht, dass ein Fuchs jetzt meinen Huhn schlachtet? Und trotzdem haben wir hier Füchse noch überall rumlaufen.
Geht nicht. Das sind dumme Aussagen. Eltern. Not really. Or. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja. Da habe ich gesagt, das ist ja wie gesagt egal und dann fressen unsere Tiere. Dann kam meine Mutter wieder an. Ja, außerdem, wenn es so viel gibt, dann haben sie nichts zu fressen. Ich so, ja, dann haben sie nichts zu fressen. Dann wird sich die Zahl entweder durch Hungersnot selbst reduzieren oder die Tiere merken das selber und werden sich selber sagen, okay, ich werde jetzt dieses Jahr mal nicht pimpern. Ist ja nichts zu fressen da. Ich will ja selber was fressen haben. So, will ich nicht noch so ein doofes Kind noch da durchschnorren oder sowas. Wurde aber nicht akzeptiert, diese Aussage, dass sie sich selbst reduzieren. Und dann kam noch eine Aussage. Die machen die ganzen Bäume kaputt und... Ah, dann tut mir der Schädel weh. Entschuldigung, das habe ich ordentlich übersteuert. Sechsmal Facepalm oder sowas gerade, ey. Woher nehmen wir uns das Recht heraus, die Tiere abzuschlachten, nur weil sie die Bäume kaputt machen? Woher nehmen wir uns das heraus? Wir sind das doch diejenigen, die doch in Nicaragua ganze Hektoliter, was weiß ich, von diesen, machen Lichtjahre davon kaputt. So richtig Lichtjahre, ja, Lichtjahre ist eine, nicht eine Zeitmessung, sondern eine Distanzmessung, Leute. Und woher nehmen wir uns das Recht daraus, die Tiere zu töten, weil sie die Bäume kaputt machen? Das wurde auch wieder nicht akzeptiert. Ich so mit, es tut mir leid, meine Eltern jetzt beleidigen zu müssen, aber mit logischem Menschenverstand kam ich da jetzt in dem Moment nicht weit. Ah, das ging gar nicht klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, aber es werden sowieso nur die Alten und die Schwachen da getötet. Ich so, wirklich. Seid ihr wirklich so naiv? Wirklich so naiv zu glauben, dass die jetzt richtige Jäger anfordern, die dann wirklich konkret raussuchen, wer verletzt ist und sowas? Das interessiert doch keinen. Da werden irgendwelche billig Hobbyjäger zusammengerufen, die dann auf die Jagd gehen dürfen. Gut, die dürfen eine bestimmte Anzahl töten, das wird kontrolliert. Aber es wird doch nicht jede einzelne Reh danach kontrolliert, ob er wirklich krank war oder ob er alt war. Das kostet viel zu viel Kohle, Leute. Das wird sich doch kein Arsch machen lassen. Das macht doch keiner. Da wird keiner kontrollieren. Nein, wird keiner. Und was ich mir in dem Moment nur dachte, an alles Schlechte appellieren, oh, die armen Kinder und wir verschmutzen die Welt und in Afrika sind sie am Verhungern, haben keine Schulen und machen nichts dafür. Okay, gut. Jetzt, ich spende auch nicht jedem Verein, weil du denkst, wo geht das Geld hinne? Wo geht's hinne? Deswegen bin ich da auch ein bisschen vorsichtig mit dem Spenden und sowas. Aber das ist eine Angelegenheit, die man vor Ort hätte klären können. Vor Ort hätte man sich da mal ein bisschen mal mehr informieren müssen und man kann man dagegen ankämpfen. Und dann sind meine Eltern so blind. Da habe ich vergessen, da hätte ich eigentlich nochmal drücken müssen, damit es explodiert. Und ich Arsch, hab da nicht gedrückt, hab dann trotzdem noch einen Kill bekommen. Und dann hier geschossen und gedrückt hab dann Double. Hätte ich wesentlich früher machen können, sowas. Voll doof von mir gewesen. Ja, jedenfalls, man hätte vor Ort jetzt mal den Tieren helfen können. Wisst ihr eigentlich, wie das abläuft? Das wird dann nicht ganz human gemacht, dass jetzt okay, auf der Distanz, boom, weg. Da werden noch Leute engagiert, die Tiere Angst einjagen, dass sie noch gehetzt werden wie blöd. Selbst die Tiere, die nicht erschossen werden, werden gehetzt wie blöd. Die laufen da um ihr Leben, brechen sich dabei vielleicht noch das Bein. Ach, dann können wir den hier auch gleich noch mittöten, weil sowas wird schwierig sein, dass er sich wieder heilt. Leute, nein. Nein. Wirklich nicht. Das war jetzt, es werden ja nicht nur Rehe und sowas gejagt. Da kommt so ein, ich sag jetzt mal so ein, okay, um diese Jahreszeit werden die Füchse, okay, die könnten trotzdem Kinder haben um diese Jahreszeit, könnte möglich sein. Müsste ich mich nochmal informieren, habe ich total vergessen jetzt. Da guckt so ein Babyfuchskopf gerade raus. Denkst du, das interessiert diesen Hobbyjäger? Der freut sich doch, wenn er mal einen Fuchs erledigt hat, diese seltenen Viecher. Da kümmert sich doch, dann ist es doch scheißegal, wie jung der Fuchs ist, dann wird er abgeknallt. Sobald er aus dem Loch rausguckt, da wird nicht nachgeforscht, ob er gesund ist oder nicht.
Oh, diese Naivität, es ist zum Heulen. Der ganze Abend war für mich versaut in dem Moment. Ging gar nicht mehr, ich konnte nicht mehr in dem Moment. Es wollte nicht in meinen Schädel rein. Da hat mein Kumpel mir noch gesagt, ich weiß nicht mehr wo, ob Österreich oder Schweiz oder sowas, ich weiß nicht mehr wo. Gab es mal ein Gesetz, ich weiß auch nicht wie lange, dass dort nicht gejagt werden durfte. In keinster Weise. Es wurde so extrem kontrolliert, um herauszufinden, wie sich das auf die Natur aussetzt. Könnt ihr euch das Ergebnis schon irgendwie vorstellen? Es wurden nicht mehr Bäume zerstört. Es wurde nicht des Hungerstod gestorben. Es wurde nichts. Passierte nichts in der Natur. Rein gar nichts. Die Tiere haben sich selbst dort einigen können. Das Tier braucht uns Menschen nicht. Wir haben nicht das Recht, uns dort einzubilden. Ja, wir helfen den Tieren, indem wir sie abschlachten. Das ist nicht richtig, Leute. Hört auf, so blöd zu denken. Oh, da habe ich... Nee, das wollte nicht in meinen Kopf. Meine Schwester war da ein bisschen neutraler. Der dann, ja, hier... ja, man muss halt aufpassen, aber finde ich auch gut. Die war so ein bisschen neutraler. Okay, von mir aus. Maybe. Da bin ich irgendwie doof gestorben. Wenn jemand anders die Pistole hat, dann verrecke ich immer ganz schnell. Aber die nicht. Und, ja, ich weiß nicht. Informiert euch mal wirklich darüber. Und macht einfach mal bei so einer Hetzjagd mit. Und ihr seht, wie grausam es wirklich abläuft. Ich habe es selber noch nicht gemacht, aber ich habe es gehört. So ein paar Leute haben es mal gemacht. Und die kamen wieder und haben gesagt, ich mach's nie wieder. Ich dachte, ich könnte den Tieren dabei ein bisschen helfen, haben sie sich so gedacht. Aber die wissen jetzt genau, ich mach's nie wieder, haben sie zu mir gesagt. Und ich möchte euch darum bitten, dass ihr euch einfach mal ein bisschen mehr darüber informiert. Es ist etwas, was ihr vor Ort wirklich mal lösen könnt. Wirklich mal machen könnt, wirklich mal einsetzen könnt. Wie gesagt, ich bin auch nicht bei dieser jeden nächstbesten Spende dabei. Nein, das mache ich nicht. Weil ich auch der Meinung bin, es ist ein Thema, das glaube ich, könnte ich mal zu Weihnachten ansprechen. Weil das ein sehr passendes Thema dazu ist. Ich glaube, das werde ich mir mal aufheben. Das ist ganz gut. Zu Weihnachten Special, wo ich dann wieder die Moralpredigtfahne schwingen werde. Naja, wie gesagt, informiert euch mal wirklich per Ort mal darüber und lasst es nicht von einem Hobbyjäger, weil der wird es nicht schön reden. Vielleicht auch nicht von dem Förster oder sowas, aber wirklich mal im Internet informieren, wie das wirklich getätigt wird, wie das wirklich vonstatten läuft. Und ist nicht, dass ihr glaubt, ich wäre hier Greenpeace-Fan oder sonst irgendeiner Gemein angeschlossen. Weil, okay, was wofür sie stehen? Okay, in Ordnung. Aber wie die manchmal was sie manchmal tun, um das zu erreichen, halte ich für extrem unnötig. Weil manchmal auch Sachen getätigt wird, damit die Presse aufmerksam wird. Und das ist traurig, dass die was Extremes machen müssen, damit die Presse sich das ausstrahlt, damit die Leute das interessiert. Das ist traurig, das ist extrem traurig. Wieso muss erst etwas Extremes gemacht werden, damit sich Leute für die Tiere interessieren? Warum? Warum kann das nicht einfach... Greenpeace hat 300 Euro in diesem Hundeheim geschenkt, weil es kurz davor war, aufgelöst zu werden. Das wird wahrscheinlich nicht, weil sie da sagen, oh, sie haben eine Explosion angerichtet, damit die Leute aufmerksam werden, dass dieses Hundeheim ausgeschlossen wird, hast nicht gesehen, und haben verwahrloste Hunde erschossen, um zu zeigen, wie das genau aussieht. Das ist dumm, ist das. Warum interessiert das die Leute nicht, wenn es einfach nur, ja, 300 Euro wurden gespendet? Das muss jeden interessieren. Feierabend. Ach, keine Ahnung. Ich steigere mich da wahrscheinlich wieder zu sehr rein. Wie ist eure Meinung dazu? Findet ihr Jagdsaison gut? Seid ihr dagegen? Oder guckt ihr auch eher neutral darauf? Meint ihr wirklich, wir helfen damit der Natur? Oder glaubt ihr eher, das macht sie schon selber? Mutter Natur hat sich bis jetzt immer selbst gereinigt. Ob es jetzt im 17. Jahrhundert wegen der Pest war, weil sich da keiner gewaschen hat. Oder ob es jetzt die Dinosaurier waren, wo dann der Komet halt auf die Erde geknallt ist und hat dann alles Leben zerstört oder sowas. Weiß ich nicht.
schafft sie selber, die Natur, ganz ehrlich. Vorher hat es auch geschafft, ohne uns Menschen. Gut, da bin ich auf den Schlusssprint zu der Flagge und hier kommt der Siegeshüpfer und BAM, da ist das Ding. Freue ich mich. Da haben wir mit gerade so gesiegt. Ey, das war ein enges Ding die ganze Zeit. Ich freue mich fürs Zusehen. Eure Meinung in die Kommentare schroten. Und irgendwann sieht man sich mal online. Tschüss.